Das Zeitzeichen für 20 Uhr. B5 aktuell. Der Informationskanal des Bayerischen Rundfunks. GUS-Hilfskonferenz in Washington geht ohne besondere Ergebnisse zu Ende. Komplette Regierung in Estland zurückgetreten. Russland stellt Hilfe für Landwirtschaftsbetriebe ein. Auseinandersetzung zwischen Regierung und islamischen Fundamentalisten in Algerien wird schärfer. Das Wetter nachts klar bei Tiefstwerten um minus 10 Grad, morgen sonnig und kalt. Redakteur im Studio Uwe Pagels. Es ist 16 Uhr. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Bundeskanzler Kohl lehnt eine Regierungsumbildung erneut ab. Die italienische Polizei verhaftet einen mutmaßlichen Labell-Attentäter. Das Parlament der bosnischen Serben entzieht der Präsidentin den Oberbefehl über die Armee. Das Wetter schwül, warm und gewittrig. Am Mikrofon Klaus Haas. Uhr. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Am 30. Juni soll die Bundesversammlung über die Köhler-Nachfolge entscheiden. Abgeordnete der Linken werfen israelischen Militär Kriegsverbrechen vor. Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt entspannt sich weiter. Das Wetter in Bayern, Wolken und Regen bei 10 bis 19 Grad. In Unterfranken etwas Sonnenschein. Im Studio Thomas Storch. Samstag, 18. Januar, 6 Uhr. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Bei einem Anschlag auf ein Lokal im Diplomatenviertel von Kabul gibt es viele Tote. Reaktionen auf Obamas Geheimdienstrede reichen von Anerkennung bis Skepsis. Die Bundeswehr bekommt angeblich neue Aufgaben in Afrika. Das Wetter an den Alpen sonnig, sonst trüb, 3 bis 10 Grad. Im Studio Gabi Gerlach. Guten Morgen. Uhr ist es. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Flüchtlingsverteilung. Europäischer Gerichtshof weist Klage gegen Quote ab. Einheitsbericht. Osten hinkt Westen wirtschaftlich weiter hinterher. Hurricane Irma. Menschen in Florida und in der Karibik bereiten sich auf das Schlimmste vor. Das Wetter in Bayern wechselhaft heute bei 17 bis 22 Grad. Im Studio Hannes Kunz. B5 aktuell. Inka Kübel mit den Nachrichten. Es ist 23 Uhr. B5 aktuell. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Politik und Wissenschaft warnen vor Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Bundeskanzlerin Merkel sieht volle Fußballstadien kritisch. Und bei der Fußball-Europameisterschaft trennen sich England und Schottland 0:0. Das Wetter in Bayern in der Nacht klar oder meist klar, morgen wieder sonnig und heiß. Am Mikrofon Antje Lemtisjan. Es ist 20 Uhr. B5 aktuell. Nachrichten. Mit Gabi Hinterstößer. B5 aktuell. Nachrichten mit Markus Terhast. B5 kompakt. Die Nachrichten mit Markus Terhast.
6 Uhr. Heute ist Montag, der 23. März. Informationen, Hintergründe und Gespräche. Das gemeinsame Programm von B5 Aktuell und Bayern 2. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli, es ist 6 Uhr. BR24, das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Der digitale Corona-Impfnachweis tritt in der EU in Kraft. Kramp-Karrenbauer zieht gemischte erste Bilanz nach Afghanistan-Einsatz. Und B5 aktuell heißt ab heute BR24. Das Wetter, viele Wolken, ab und zu Regen bei höchstens 19 Grad. Am Mikrofon Stefanie Mannhardt. Guten Morgen. BR24 Nachrichten mit Inka Kübel. BR24 Die Nachrichten mit Benedikt Schregle. BR24 Kompakt. Nachrichten mit Andreas Dirschall.